Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim with Mods. Und wir haben uns ja nach Osten bewegt gehabt, das ist in der Richtung, und sind dabei auf dieses Riesenlager hier gestoßen. Ja, und das werden wir jetzt versuchen zu klären. Ich schaue nur gerade mal, wie wir es strategisch am besten machen. Wir sollten einen guten Blick haben, dass wir mit dem Bogen schießen können. Den Riesen-Nahkampf ist immer eine ganz schlechte Idee. Es ist nur die Frage, wo kommen wir einigermaßen in guter Sicht, ohne dass wir gleich komplett gesehen werden. Ja, dann stehen wir schon quasi direkt vor der Nase. Da drüben könnte gut sein. Da sind die Mammuts. Wir bereiten auf jeden Fall eine lebende Rune vor. Ich meine, nur das Mammut selber allein, wenn wir dann hier geschickt langlaufen. So, wie gesagt, ich mache mal eine lebende Rune, die uns ein bisschen schützt. Dann holen wir uns einen Drachenknochenbogen raus. Und hoffen mal, genau, hoffen mal, dass wir den Kollegen hier... Oh, das reicht sogar geil. Dann gehen wir mal vorsichtig auf die Spitze hier hoch. Gucken, ob wir da noch einen Riesen finden. Und da ist er auch. Wow, okay. Ich hätte gedacht, ich würde treffen, muss ich gestehen. What? Okay. Klein ist der. Ich schieße jetzt mal in die Eier. Ah, das. Die Eier schießen wir gut. So, noch hat er uns nicht gesehen. Rennt noch irgendwas Zweites auch rum. So. Da. So, das dürfte reichen. Immerhin, er brennt jetzt schön nieder durch unsere ganze Verzauberung. Ja, das ist schon geil. So, was hast du denn schönes? Vulkanglasfeil, Nehmer, Gold. Pferdefell ist auch nicht schlecht, Riesenzähl sowieso, Saphire, Gewicht 8, Wert von, ja, ist ein guter, kann man auch. Und das ist noch bald wieder schon voll. So, noch jemand hier? Sieht erstmal einigermaßen leer aus. Ich gehe mal sicherheitshalber trotzdem noch links rum. Ein bisschen höher ist immer ganz gut. Ich sehe jetzt gerade nichts. Dann plündern wir erstmal ganz nett. So. Ja, auch gut. Da ist noch einer. Okay, der kommt nicht bisher her. Oh, hier war mal ein Khajiit. Das brauchen wir nicht, das ist dann doch ein bisschen zu wertlos. Ja, schön, was ihr alles so dabei habt. Hm? Konnte ich meinen Pfeil wieder nehmen? Nee, das war eher zum Durchsuchen, okay. Flänzchen pflücken ist auch immer gut.
Ist die Frage, wollen wir zu den Turm hier machen? Oder zu der Höhle? Ich wäre persönlich, weil es mehr im Osten meines Erachtens liegt, erstmal für die Höhle. Ich glaube, die ist auch ein Stückchen näher. Bin ich mir allerdings schon 100% sicher. Wie gesagt, Pflanzen nehmen wir mal mit. Für die Alchemie ist das gut. Und man weiß ja nie, was kommt, deswegen schleichen wir auch mal ganz brav. Diese heißen Quellen, die hier zwischen, das ist schon cool gemacht. Was ist das? Einfach so Nebel? Sieht komisch aus. Oh ja, ist anscheinend wirklich nur ein Wettereffekt. Gut. Nehmen wir das mal als gegeben hin. Ein bisschen umschauen. Man weiß ja nie, was kimmet. So, die Höhle ist auf dem Berg natürlich. Wie soll es auch anders sein? Da ist was, oder? Das ist ein Pferd. Aber auf der Karte ist jetzt nichts zu sehen, wozu das Pferd gehören könnte. Das Lager hier ist meines Erachtens gerade auch nicht wirklich so zu erkennen. Ist die Frage, gehen wir davon aus, dass es gute Menschen sind? Machen wir es einfach mal. Bereiten uns aber darauf vor, dass sie nicht so lieb sind, wie wir hoffen. Ich überlege gerade, was wir am besten nehmen. Also jetzt sozusagen für den Anfang, ja. Ist immer schwer, wenn man so viel Auswahl hat. Ist natürlich auch schön, wenn ihr eine Flamme hatte. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Gut, okay. Wilderei tut doch nicht. Werft einen Blick darauf. Hey, wir können zeuglos werden. Cool. Das mach ich mal schnell, dann springen wir hier weiter. Okay, der Kollege hat 10 Gold, das ist natürlich gar nichts. Habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass es so krass wenig ist. Das macht man eben nicht, das Stehlen. Ja, solange der guckt, lassen wir das auch sein. Ist jetzt nicht so, dass wir gerade das Geld brauchen. So gut, dann kommen, versuchen wir mal ein bisschen hochzukommen. Lass uns mal schauen. Ich denke, die Schräge müsste machbar sein. Das ist immer ein bisschen tricky. Na, wir sind noch so gut wie da, komm. So, jetzt gehen wir in den Schleichmodus. Ich höre schon mal irgendwas barken. Ist immer die Frage, wo? Okay, mich hat man gesehen, da. Ah, was Untotes. So. Da haben wir doch unseren Dolch hier irgendwo. Dachte ich, Drachenknochen musste anfangen, oder? Genau, Dolch. Und unsere Bulwark. Okay, so viel hat er nicht gehabt. Der Nachteil von diesem Bulwark, man sieht einfach nicht viel.
Oh. Da läuft ein Atronach oder sowas rum. Zwei. Da ziehe ich dann doch lieber wieder meinen Bogen vor. Hundefleisch bringt nicht so viel, aber Knochenmehl können wir nehmen. Die Frage ist, die Kollegen bewegen sich recht schnell und haben einen guten Sichtschutz. An der Position hier. Wie kriegen wir die, ohne dass wir uns direkt in den Kampf versetzen müssen? Gut, wir haben eine gute Elementarresistenz. Ich glaube, Feuer, wenn ich mich nicht täusche, hatte ich besonders hoch gesetzt. Aber man ist halt nicht immun. Drache habe ich mal getestet, kann mich immer noch wegputzeln und ja, viel mehr toppen aus mit dem Trank kann ich dann auch nicht mehr. Da läuft doch einer, das ist bestimmt Beschwörer. Feuermagie, ja gut. Feuermagie, Beschwörer, das kommt der Sache recht nahe. Ich wollte es aber eigentlich heimlich machen. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach Zauber runterschmeißen, wie bekloppt. Bleib doch mal stehen, genau. Ja. Genauso wollte ich das gerne nicht haben. Stummant war es nicht. Wo ist es? Lightning Strike war auch klein, wenn ich mich nicht täusche. War es Blitzgewitter? So. Also ihr seht, meine Resistenz ist nicht ausreichend genug. Dass ich das mal einfach so locker wegstecke. Wir müssen es nochmal mit dem Drachenknochenbogen versuchen. Nützt alles nichts? Muss so gestehen, ich habe auch gerade nicht viel gesehen und habe fast das Leere geballert. Ja, der Nachteil von diesem Lightning Strike ist, wie ihr gesehen habt, es dauert ewig, ehe der mal so weit vorbereitet ist, dass man dann wirklich was machen kann. Ich bin nur noch halb gesichtet, von wem? Ach, da hinten ist eine Wolfsfrau, die hat mich jetzt endlich, okay. So, aber wo wart ihr jetzt? Hier ist die Höhle. Hier war ich noch nicht, sonst hätte ich das nicht eingesammelt. Genau, und hier ist der Opfertisch. Okay, ja, die haben mich wieder gesehen. Passt mal auf, wir versuchen es mal auf die Weise. So, dann schnappen wir uns unseren Dolch und hauen jetzt schön zu. So. Zack. Gut. Problem gelöst. Also den Dolch kann man dann eigentlich gleich wieder wegstecken. Seine Ladung hat er schon wieder erholt sich. So ist ja aber nicht auch irgendwo Feuermagier dahingeschieden. Das ist er nicht, oder? Nee, das war ein Knochenwolf, genau. Gut, auf der anderen Seite, ne? Wir haben die beste Ausrüstung, wie wir uns machen können. Wir müssen nicht gierig sein.
So, Seelenstein kann man zumindest verkaufen. Concho Flametormäuse, so unser Flametormäuse. Okay. Ist auch immer gut. Ach ja. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte, genau. Es dürfte ja bei Büchern wahrscheinlich sein. Das Bild kenne ich noch nicht, oder? Doch, kenne ich schon. Perfekt. Gut. Ist auch geklärt. Das Ferment, ja. Ist okay. So. Sehr schön, sehr schön. Ziel, Felsenmohan. Das ist die Höhle? Ja. Yeah. Gut. Dann ab mit uns. Ein Container mit wichtigen oder mit wertvollen Sachen ist in der Nähe. Ja, das kann passieren mit dem Mods. Wenn man den Skill hat, da oben kommen wir später runter. Okay, das wird hier noch ein Rundgang werden. Ist da jemand? Ja, da ist jemand, der hat euch aber nicht gesehen gehabt. Deswegen geht er mal ganz geschickt weg. Schon lustig, dass ich selbst auch ein echt leise bin, obwohl die mich natürlich nicht hören können. Ach Mann. Na komm. Schön, dass wir ein Schild mit Resistenzen haben. Die Gelegenheit nutzen wir, um in den Schleichmodus zu gehen. Wenn jemand uns haben will, dann kommt schon zu uns. So, was haben wir denn? Salz, eine Rope ist immer gut. Ein starker Dolch. So, ein Falke, alles gut. Oh, Falkenfeder, ja, habe ich auch selten bisher. So, jetzt beruhigen sie sich auch langsam mal wieder alle. Sehr schön. Was erwartet uns? Klar, ein Feuertronage. Der immer so munter rumpatrouilliert. Vielleicht kriegen wir von hinten. Sehr schön. Aber wir müssen weg, die explodieren, glaube ich. Genau. Natürlich komplett lautlos, ne? Keine Frage. Die schauen mich natürlich genau an. Und die Schritte klingen so, als wären sie in mir. Wir könnten jetzt so mit einem Bogen schön heimlich schießen. Oder aber wir hauen sie mit dem Blitzgewitter weg. Ich würde es gerne mit dem Blitzgewitter mal versuchen.
Ja, machen ruhig ein bisschen. Meine Güte. Das hat aber nicht viel gebracht, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt sind wir sehr böse. Einfach weil es nicht geklappt hat, muss sie das jetzt spüren. Arschdetra Worshipper, alles klar, okay, gut. Den höchsten Rang darf sie halt auch ein bisschen was aushalten, erlaube ich ihr. Doch, kann ich. Komm, komm hier rum. Komm, ich will dich erdeutschen. Komm her. Bing. So, jetzt noch was ganz Blödes. Weil ich es gerne auch trainieren will. Naja, so. Stummangriff. Zack. Und da schläft sie eine Runde. So, Frostsalze. Ihr dürfte. Ach ja, stimmt. Da war ja auch noch jemand. Cool. Achso, das ist durchs Wasser, okay. Ich dachte, das springt auf den Boden. Wäre auch nicht sehr lustig. Sah aber cool aus, trotz allem. Moment. So. Komm jetzt hier irgendwie hoch. Ja. Ups und tups. Brauchen wir nicht. Das kann man immer gebrauchen. Also nicht die Holzschale, sondern die Inkredenzien. Ist das noch? Karneswurzel. Okay, einverstanden. Ja, ist vom Preis-Leistung her noch ganz gerade so okay. Jetzt sind wir doch einmal im Kreis gelaufen, oder? Es muss irgendwie möglich sein. Ah, da. So, hier waren wir noch nicht. Gehen wir es nach links. Gut, keiner da. War gerade ein bisschen vorsichtig halt. Schauen wir mal in die Kommode rein. Ja, ist okay für den Preis. Was drin? Knochen mehr, cool. Haben wir zwar genügend, aber ist egal. Lässt sich alles umwandeln. Geld, Zaubertrank. Ein Erdelementar. Gucken wir uns erstmal um, ob hier noch jemand anders rumsteht. Sieht nämlich nach einer größeren Höhle aus. Wie gesagt, wir können einen Schleichangriff machen, ich würde aber gern die Fähigkeiten hochkriegen. Jetzt ist die Frage, ist ein Erdelementar anfällig auf Blitz? Wir testen es einfach mal. Ah, das ist ein Sturmatronage. Okay, ich dachte, das wäre Erde. Ein Sturmatronage interessieren Blitze natürlich relativ wenig. Versuchen wir es mal hiermit, das ist ja dasselbe in Feuer. Wie? Folgt ihr mir nicht? Achso, nee, du kämpfst und wartest, dass ich komme. Wo ist er denn?
Offerworld, die Deadra Worshipper. Schon der Name, ne? Sagt, hier kommst du nicht weiter. Also wie gesagt, ich mache mir das Leben nicht grundlos schwer. Klar könnte ich mit dem Bogen alle ratzefatz wegknallen. Werde ich allerdings bei dem, was ich machen müssen, Otterworldly ist, glaube ich, ein ziemlich hoher Rang. Aber worum es mir geht, ist ja an sich auch, dass ich die ganzen Zauber hochkriege, damit ich natürlich euch da mal dann auch die Geizen irgendwann zeigen kann. Echt? Kommst du bis rein? Kleinen Moment. Dann greifen wir natürlich zum Dolch. Und sicherheitshalber noch zum Bulwark. Da. Achso, das bist du. Und da bist du. Also ihr seht, der Kollege hält nicht was aus. So, das reicht. So. Den Dolch muss noch ein bisschen in der Hand behalten, damit die Ladung sich schön wieder auffüllt. Aber ihr seht, das geht relativ fix. Ja, wir können es verkaufen. Kennen tun wir es ja. Vulkanklasse-Dolch. Ja, auch nicht schlecht. So, das ist auch, denke ich, eine gute Stelle, um einen Cut zu machen. Wie es hier dann weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, es war für euch schon mal wieder ein bisschen interessant, auch wenn es jetzt nicht so krass Besonderes war. Aber wir versuchen ja hier so nach und nach alles abzugehen. Und ich würde sagen, macht's nicht gut. Macht's besser. Bis zum nächsten Mal und mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss.